Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge des realen Irrsinns, vorgeschlagen von unserem Schildi. Und ja, es ist eine Doppelfolge. Ihr seht also in dieser Woche zwei Folgen, selbe Sache. Und die hängen zusammen, sind aber zeitlich ein bisschen auseinandergezogen. Wenn ich das richtig gesehen habe, gerade in der Auswahl, sind die bei zwei Folgen 5 Jahre auseinander. Die eine ist 7 Jahre alt, die andere 2 Jahre. Und da gucken wir uns mal rein. Wir wechseln mal in den Live-Bereich. Da seht ihr es wieder. Und das Ganze hat mit einer Baugenehmigung zu tun und einem Holzstapel. Warum man für Holzstapel Baugenehmigungen braucht, weiß ich jetzt nicht. Wir werden es hoffentlich aber nach der Sendung oder nach den beiden Sendungen dann wissen und uns dann ein wenig schlauer fühlen. Aber ich muss, ich gehe mal davon aus, dass wir danach eher mehr zum Lachen gefunden haben, als, ja, dass wir schlauer sind. Weil deutscher Bürokratie-Irrsinn ist ja bekannt. Starten wir rein und sehen, was es mit der Baugenehmigung auf sich hat. Burkhard Scholz hat ein schickes Hotel in Potsdam. Es könnte alles so schön sein, doch jetzt ist Herr Scholz in die Illegalität abgerutscht. Garantiert hat er einen Holzstapel gebaut und keine Baugenehmigung dafür gehabt. Ja. Schuld daran ist dieser Holzstapel. Hab ich mit nicht Linde, gesagt. Fichte und Buche. So kann's gehen. Also Vorsicht, für alles braucht ihr eine Baugenehmigung. Nachher braucht man auch noch eine Baugenehmigung, wenn man sich einen Bürostuhl aufbaut. Seit 20 Jahren lagert hier unser Kaminholz. Niemand hat sich dran gestört. Plötzlich kommt das Bauamt und sagt, wir sollen einen Bauantrag stellen. Also 15 Jahre war es in Ordnung. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht die letzten mit diesem Nummernschild? Das war 14 oder 15 Jahre auch in Ordnung. Und ganz plötzlich wegen zwei Zahlen, doch dazu völlig unsinnig, ist das nicht mehr genehmigt. Die Bauämter im Osten haben wohl, oder die Ämter im Osten haben wohl Langeweile. Wie kann das sein? Ganz einfach. Steht alles im 12-seitigen Schreiben der Baubehörde Potsdam. Potsdam, habt ihr nichts anderes zu tun? Gibt's nicht Dinge, die wichtiger sind als solch ein Unsinn? So ein Holzstapel, Herr Scholz, ist ja nicht einfach nur ein Holzstapel. Laut § 2 der Brandenburgischen Bauordnung ist so ein Holzstapel durch seine eigene Schwere mit dem Boden verbunden. Und hey, ich weiß, wie du die Baugenehmigung umgehst. Bau ein Unterstand, auf, wo dann nur die Pfeiler im Boden sind und der Rest hoch. Dann ist das wahrscheinlich nicht mehr zu schwer. Was hat das mit der Schwere zu tun? Und daher eine bauliche Anlage. Oh mein Gott. Dass es sich hier um eine bauliche Anlage handelt bei dem Kaminholzstapel, finde ich lächerlich. Und Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Liebes Bauamt Potsdam, an wie viele private Haushalte, die mit Kaminholz heizen, habt ihr diese Baugenehmigungspflicht-Hinweise auch versendet? Weil ich kann mir vorstellen, gerade im Privaten gibt es durchaus einige, die mit Kaminholz heizen und dann halt auch natürlich an der Hauswand zum Beispiel Kaminholz stehen haben. Und es ist lächerlich. Einfach nur lächerlich. Und kleinkariert? Na, na, na. Jedenfalls braucht der Holzstapel nach § 54 Brandenburgische Bauordnung eine Baugenehmigung. Ja, ja, so kann es gehen. Man braucht für alles eine Baugenehmigung. Wer will denn da jetzt schon wieder was von mir? Ah, mein Mann. Warum rufst du mich eigentlich die ganze Zeit? Warum? Ich rufe dich doch gar nicht. Doch, du sagst die ganze Zeit, oh mein Gott. ja, dazu sage ich jetzt nichts. Nein, 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 nein. Gut, weiter geht's. Steht alles im Brief der Baubehörde. Und weil Herr Scholz keine Baugenehmigung hat, muss der Holzstapel weg. Ja, genau. 15 Jahre dürfte er da stehen und jetzt muss er weg. Also, yeah. Sonst droht nämlich ein Zwangsgeld von 1.000 Euro plus Verwaltungsgebühr
250 Euro. Macht 1250 Euro. Wow, Sie können rechnen! Ja! Na gut, okay, das waren die Leute von Extra 3. Die können vielleicht rechnen oder haben Taschenrechner. Was? What to check out? Music Video. Hallo erstmal Common Sense. Und ich darf, ja, ich kann auch Musikvideos auschecken reacten, ja, wenn das genehmigt ist dann von den Machern, wenn die dafür freigegeben sind. Ich werde gucken, weil für heute steht der Plan schon und da ist es ein bisschen schwierig, da noch was reinzukriegen, aber ich gucke nach, ob das in Ordnung geht, ob das Video freigegeben ist zum Checken. Und wenn das der Fall ist, dann werde ich das in der nächsten Woche mit in meine React-Liste hineinnehmen. Weil, wie gesagt, ich hatte das schon mal, dass mir jemand ein Video mit Musik vorgeschlagen hat und da hat die Künstlerin gesagt, nein, ist nicht, darfst du nicht, ist nicht genehmigt, obwohl ich nochmal zusätzlich nachgefragt hatte. Und das muss ich halt auch mir, muss ich so hinnehmen, ja. Und ein Dankeschön für dein Follow und willkommen in unserer Community. Anderenfalls würde man eine Zwangshaft beantragen, wenn ich diese Strafe dann nicht zahlen würde. Ja, das ist auch immer sowas mit Zwangshaft und Unterbringung. Man muss sich mal überlegen, wenn man zum Beispiel Bußgelder kriegt oder Geldstrafen kriegt und tut die nicht bezahlen, dann wird man ins Gefängnis gesteckt. Der Witz an der Sache ist, das Gefängnis oder ein Tag im Gefängnis kostet mehr, als man teilweise dann für das Bußgeld abgezogen bekommt oder die Geldstrafe abgezogen bekommt. Und entgegen dem, was vielerorts gerne gesagt wird, das muss man nicht nachzahlen oder nicht abbezahlen, wenn man im Gefängnis sitzt, diese Kosten, die da entstehen. Weil alleine nach der Grundlage kostet schon die Unterbringung, nur die Unterbringung, da ist noch nichts anderes dabei, sondern wirklich nur, dass man diesen Platz im Gefängnis hat, kostet schon knappe 300 Euro. Das ist ein Witz, also ja. Ja, Ordnung, so, ich hab's ein bisschen lauter gemacht. Deshalb wird uns die Stadtverwaltung Potsdam sicher kein Interview geben. Aber im Schreiben der Stadt Potsdam steht ja genau erläutert, warum das sein muss. Ja, das ist immer schön, wenn die Ämter sich nicht vor die Kamera trauen, solche Unsinnigkeiten machen und dann darauf verweisen, ja, das steht ja da und da, lest es doch einfach selber nach. Wir haben das ja letztes Mal gesehen, zum einen mal das mit dem Nummernschild. Da wusste die Sachbearbeiterin nicht einmal, warum diese Zahl verboten war, beziehungsweise was an dem Nummernschild überhaupt erstmal verboten war. Dann kamen wir darauf, dass es die Zahl war und sie wusste dann nicht, warum die Zahl verboten ist, musste dann auch da nachschauen. Oder in der letzten Woche hatte ich das ja mit den Blättern, mit dem Laub. Und da wusste dann am Ende der Mann nicht mal mehr, dass sie, welches Laub er woher angeblich hatte, genau. Dankeschön, Kistkader und Common Sense. Ich bin so, dass ich meine Videos auf Deutsch mache, weil ich halt, steht auch unten drin, dass ich das auf Deutsch reacte. Aber unser Kistenkater hat da ja schön geholfen und dir entsprechend gesagt, was Sache ist. Da bin ich ihm sehr dankbar. Dankeschön. Der Holzlagerplatz verunstaltet das Orts- und Landschaftsbild. Moment, das Orts- und Landschaftsbild. Ich lehne mich jetzt nochmal aus dem Fenster und sage, dieser Platz gehört zum Hotel und ist damit kein Orts- und Landschaftsbild, für das die Stadtverwaltung zuständig ist. Nur so, denke ich mir jetzt. Genau, das stört doch sicher die Leute hier. Der Holzstapel stört mich überhaupt nicht. Ich sehe auch nicht, dass er irgendwie die Landschaft hier stören soll. Ich kenne das hier schon seit über 10 Jahren und mich hat es noch nie gestört. So viel dazu. Also hört mal auf eure Bürger. Die finden das toll. Und in jedem Wald gibt es solche Holzstapel. Also warum sollen die Dings? Es ist Natur. Natur in der Natur. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum der stören soll. Gehört doch in den Wald.
Aber der Holzstapel stört die Stadt Potsdam. Und Herr Scholz will ihn nicht wegmachen, auch wenn er in den Knast muss. Das wird dann so sein, als ich der bekannteste Häftling mit so einer Lappalie werde in Deutschland. Das glaube ich auch und ich würde es feiern, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch eine zweite Folge davon und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Stimmt. Doch das Schöne ist, wenn er kein Brennholz mehr hat, kann er ja die üppigen Briefe der Stadt Potsdam verfeuern. Ja, genau, das war's. Und jetzt passiert das wieder. Irgendwann komme ich dahinter, warum das passiert. Irgendwann, ich weiß nur noch nicht wann. Aber das war jetzt wieder mal schön, das Ende. Wenn er kein Brennholz mehr hat, kann er die Briefe von der Stadt Potsdam verbrennen. Und ich fand das wieder mal echt genial. Also ich kann es immer wieder nur sagen, sowas ist Irrsinn in Reinkultur. Sowas gibt's nur in Deutschland. In keinem anderen Land der Welt wird mit solchen Lappalien gearbeitet. Ja, das ist echt, da lachen Leute in Deutschland darüber, wenn sie hören, dass andere Länder, ich glaube, es war Island, die dann einen Koboldbeauftragten haben. Das finde ich überhaupt nicht lächerlich, das finde ich voll in Ordnung. Das dagegen finde ich lächerlich. So, gut. Ja, was bleibt mir jetzt am Ende zu sagen? Erst einmal natürlich ein Dankeschön, Childi, für deinen Vorschlag, was dieses Video angeht. Das ist richtig toll gewesen und ich bin schon gespannt, was wir in Teil 2 dieses Videos herausfinden werden. Wenn euch das auch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen oben da lasst und dass ihr nichts mehr verpasst. Da unten ist der Abo-Button, da könnt ihr draufklicken. Ich zeige euch das jetzt mal auf der Seite von Extra 3. Guck, da gehen wir drauf. Dann ist hier der Abo-Button. Bei mir auf der Seite und bei mir im Kanal habt ihr den an derselben Stelle. Könnt ihr ja draufklicken, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr wirklich eine Nachricht haben wollt, wenn was Neues kommt, hier diese Glocke aktivieren. So, aber ein Däumchen hoch kriegen die Kollegen natürlich auch. Das ist ja ganz wichtig, das muss man machen. Genau. Und ja, wenn ihr dann noch Anregungen, Kritik, Ideen oder sonst irgendwas habt, was ich reacten kann, könnt ihr es entweder so machen, wie das der Common Sense gemacht hat. Ihr schreibt es hier in den Chat, ich krieg's mit und schreib's mir auf. Oder ihr nehmt da unten die Kommentarsektion in YouTube und lasst mir da was da und dann reakte ich das, wenn das möglich ist. So wie das zum Beispiel der Schildi gemacht hat. Und wenn ihr das Originalvideo nochmal ohne meine Kommentare sehen wollt, unten ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr hinspringen auch und natürlich auch ein Like da lassen und die freuen sich dann auch darüber. Und ja, sonst bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin sagt euch tschüss, eure Josie.